Machst du gerade ein Video? Ja. Achso, und ich so, warte auf ein Foto. Ich habe mich gerade geschminkt. Willst du das hochladen? Was ist das? Das ist eine Flipcam. Achso, ich dachte, das wäre dein Handy. Ich denke, oh, das sieht immer scheiße aus. Ja, gut, dass sie mich nicht gefilmt hat. Ich esse nämlich gerade. Ich will nur Haare. Und ein Ohr. Mm. Nicht so sauber. Ist die auch sauber? Das ist mir zu intim. Ja, ja. Außen neu und innen voll. Quasi ist das eigentliche Event jetzt vorbei. Oh Gott, wie sehe ich denn aus, Zottel? Ich bin jetzt auf dem Zimmer. Ein bisschen... Oh, ich hatte die Kamera falsch rum. Ja, wie gesagt. Ich bin jetzt auf dem Zimmer. Ein bisschen ausruhen. Ich liege gerade auf dem Bett und das ist so dermaßen cool. Guckt euch das an. Das ist alles rosa. Die Bettwäsche ist rosa. Bettbezug ist rosa. Also, wenn ihr mal nach Berlin kommt und ihr sucht ein richtig cooles Hotel, ja, und ihr seid ein Mädchen, dann geht das hier auf jeden Fall klar. Das ist sowas von mega mäßig, mädchenmäßig. Ich glaube, Jungs werden hier sofort die Genitalien wegschrumpeln, weil das hier so pink und rosa ist. Ich werde euch aber auf jeden Fall noch ein paar mehr Impressionen von dem Hotel hier aufnehmen, weil das echt designtechnisch das Coolste ist, was ich hier gesehen habe. Ist echt so. Mein Handy passt hier auch irgendwie voll rein, oder? Ja, ich kann euch ja ein bisschen, weil das alles noch so frisch ist, ja, ein bisschen erzählen, was heute so passiert ist. Also wir sind angekommen. Dann haben wir die Zimmer bekommen. Dann haben wir uns getroffen, haben was gegessen und getrunken. So kleine Häppchen halt, so Mini-Donuts und Mini-Sandwiches und Mini, alles Mini. Dann sind wir zwei große Räume geführt worden. Das ist ein Catrice und ein Essensraum. Dort waren sämtliche aktuellen Limited Editions aufgebaut, sowie jeweils zwei komplette Aufsteller, die man auch in der Drogerie bei DM oder Müller oder so findet. Immer zwei, ne? Also, weil wir waren 50 Leute oder 54 Leute. Und damit das sich nicht so tummelt und eng ist. Also, die neuen Aufsteller ist klar, ne? Nicht die alten, sondern jetzt schon die neuen mit dem neuen Sortiment. Was ihr jetzt natürlich im Nachhinein da alles noch sehen werdet, weil ich es euch natürlich auch aufgenommen habe. Und die Neuerungen und die Limited Editions und so habe ich euch ja alles aufgezeichnet. Dann war erstmal Pause. Dann, gibt es nächstes Jahr eher eine Sommer-LE. Jedenfalls gibt es diesen Sommer eine neue LE. Und da wurden wir gebeten, aus verschiedenen Produkten, die uns am besten gefallen, anzukreuzen und gegebenenfalls spontan einen Namen auch dazu zu erfinden, wenn uns denn einer einfiel. Christi und ich, wir hatten da sehr viel Spaß. Bin gespannt, was dabei rumkommt. Also wie gesagt, nächstes Jahr im Sommer, aber wir dürfen da nicht drüber reden und so. Und dann um 18 Uhr, da wurden wir wieder zu diesen großen Räumen beordert. Und dann durften wir, passt auf, durften wir alles mitnehmen. Alles. Wir durften, jeder hat eine Tüte oder drei oder vier Tüten, ne? Ich sag jetzt keine Namen, aber es gab Leute, die hatten mehr als eine Tüte. Und aber das ist ja nicht schlimm, weil wir durften ja alles mitnehmen, ja? Für euch, für die Mama, für die Oma, für die Tante, für Cousine, Schwester, Tochter, für wen auch immer, für die Nachbarn, Freundin und was weiß ich. Also ist ja auch egal, was wir damit vorhatten, wir durften alles mitnehmen. Jeder durfte so viel von allem mitnehmen, wie er wollte. Also das ist die Tüte, so eine Essenstüte. Und das ist so quasi, das sieht ja so harmlos aus, aber
Ja, Notizblock. Natürlich. Oh, Entschuldigung, schluck auf. Und fragt mich nicht, aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, irgendwie offensichtlich Nagelfeilen einzubauen. Aber das war wirklich wie in einem Mädchentraum. Wie oft träumt man denn davon? Man geht in einen Laden und man darf alles mitnehmen, was man möchte. Und ja, voll cool. Danke, Essens und Catrice, für diesen super, mega coolen Tag, der ja noch nicht vorbei ist. In einer Stunde treffen wir uns alle zum Essen. Auch hier oben im Hotel. Ich glaube, ich habe da jetzt noch eine Stunde oder nicht mehr ganz eine Stunde zum Ausruhen. Ich habe noch, es ist jetzt 19.13 Uhr, also noch 45 Minuten. Bisschen Füße hochlegen, Beine hochlegen, frisch machen, umziehen, solche Sachen. Und ja, bin hungrig wie ein Bär, weil ich habe heute gegessen eine Laugenbrezel. Nee, ich war zwei Laugenbrezeln. Zwei Mini-Sandwiches, ein Mini-Donut und Obst. Glaube ich, 5 Stückchen Ananas und 3 Stückchen Wassermelone, die jeweils so groß waren. Ja, und jetzt knurrt uns beiden der Magen wie und dem Baby. Naja, dem Baby wahrscheinlich nicht. Das nimmt sich ja, was das will, ne? Die Mama ist die Hungrige. Okay, dann, wie gesagt, zeige ich euch, ich schätze mal jetzt, der Logik halber, diese ganzen LEs und Aufsteller und Pulpapo. Dann kommen Impressionen des Hotels und dann schätze ich mal der Abend und danach die Abreise. Macht Sinn, oder? Okay, bis später, Peter. Blöder. Ist immer so der typische Blogger-Dings. Ja, wink. Komm, wir machen heute mal was anderes. Wir winken nicht, wir zeigen den Mittel. Ich hab gleich gedacht. Ich sag, nee. Hallo. Hey. Du siehst so dermaßen cool aus wie Erich Honecker mit... Bin blond. Erich Honecker Gedächtnis. Schön am Swatchen. Was hast du denn geswatcht? Ich hab grad da geswatcht. Ich zeig euch mal ein bisschen was Neues an Farben. Ich hoffe, das Licht ist jetzt gut. Wir hätten hier einmal so ein Braun mit lila Schimmer. Ich hoffe, das kann man erkennen, so einigermaßen. Siehst du da irgendeinen Schimmer auf meinem Arm? Nein. Das wird wahrscheinlich so. Der ist ebenfalls neu. Ein lilaner Glitter Top Coat, würde ich mal sagen, weil der ist nicht deckend. Der ist auch neu. Das ist so ein Taubton. Trendsetter nennt der sich. Aber matt. Dann ist der hier neu. Der sieht ziemlich so aus wie dieses geile Nude, was die Tatjana heute drauf hat. Die zufällig da. Tatjana, kommst du mal kurz? Ich glaube, habe ich den Jupp gefunden. Zu dem. Ja, gut, es ist ähnlich. Es ist jetzt kein. Es ist ja auch nicht der OPI, aber es ist ähnlich, geht in die Richtung. Es ist hell und es ist nude und cremig und so. Hast du das parfümiert? Ja. Das habe ich da drauf. Was ist das? Das ist super Parfüm. Dann haben wir hier noch ein Khaki, ein wunderschönes, helles Khaki. Auch matt und cremig. Und was ist das? Das ist, glaube ich, ein Tick dunkler Khaki. Oh Gott, schön, dass ich gar nicht die Kamera aufhalte. Goldener Glitzer. Nein, habe ich gesehen. Auch neu. Neu. Cool. Und mitzukommen, wenn ich im Blog sage, das läuft schon seit einem Jahr. Guck. Im Internet, da konnte die Community abstimmen. Oh, Entschuldigung. Über Farbnamen, wie die sind. Das habe ich so. Mitbekommen, aber ich wusste noch nicht, dass das jetzt schon fertig ist. Jetzt cool. Ist es fertig, ist jetzt die nächste Trendlinie. Test. Und ja, den ich so das toll fand, dieses Orange, den... Das ist aber eine coole Idee, das ist mal was anderes. Den habe ich drauf gemacht, fand den als Swatch dann toll, dann habe ich ihn verwischt und war weg. Geile Sache. Verwischt und er war weg? Das kann nicht sein. Oh, ich ist schon offen, ne? Nee, kommt jetzt. Ja. Also ist in er war weg. Ich sehe ihn genau, er ist krass. Krass. Naja,
Er hat einen Schimmer hinterlassen. Aber ich glaube auch keine Eischüttelbildruf, ne? Aber ja, das ist es, Eischüttel. Ja, da brauchen wir schon. Der am schönsten ist der dunkelblaue. Der ist richtig, der ist ja, richtig gut. Wer hatte die Idee? Idee jetzt genau? Von so einem Stift. Das hat Essen. Kreide. Ach so. Also, dass man eine Kreide macht, die haben uns das vorgeschlagen. Wir wollten erst Lidschatten haben und dann haben sie uns gefragt, hier, das gibt's und es passt ja gut zum Thema. Also, wir hatten ja das Thema Graffiti und so und haben gesagt, ach, das ist eigentlich schon eine coole Sache. Und das ist Minerallidschatten, also quasi gebackener Lidschatten, aber mal nicht in Kuppel gebacken, sondern so als Stift halt gebacken. Was ist das denn? Das ist der Knaller. Macht das mal auf den Arm. Highlighting Spray. Okay. Und das Parfüm werde ich mir kaufen, das finde ich toll. Wow. Ist das ist ja nicht geil, der hier. Knaller? Das ist echt cool. Ich sehe überhaupt nichts. Oh? Wo denn? Ah, oh. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen üppig irgendwo. Das ist ein bisschen too much, aber um Dinge her ist es immer richtig geil. Sieht man das bei dir? Bei mir sieht man ich glaub, wenn ich aber das Parfüm finde ich ganz, ganz toll. Das hier, also Leute, ne? Nee, wenn ihr noch krass. Den findet, das findet ihr, das Parfum. Was wird das denn kosten? Schau, das steht jetzt hier nicht dran. 6,99, sagt die Koko aus dem Hintergrund. Und ach, da oben, da steht es. Ne? Also hier, das Eau de Toilette, das müsst ihr euch auf jeden Fall zulegen. Also mindestens mal Probestück von, weil das riecht richtig geil. Ebu findet es auch sehr, sehr gut. Tatjana hat auch gesagt, sie findet es gut. Ich finde es auch gut. Ich habe es mir sofort drauf gesprüht. Also, das ist auch eine schöne Farbe. I really like. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Also ich zeige euch einfach mal, ihr seht ja dann, oben an dem Fläschchen steht ja dann neu drauf. Das ist aber ein schönes Kind. So, was wollte ich euch noch zeigen? Ich wollte euch zeigen. Die Mascara muss ich euch noch mal zeigen, weil sie so cool ist. Und zwar ist das eine 2-in-1 Mascara, die habe ich gerade entdeckt und das soll die gleiche Textur haben wie die Multi-Action, also die gleiche Formulierung. Ist halt nur ein anderes Bürstchen und da sind 2 Abstreifer drin. Ich brauche mal einen, der es festhält. Also, wenn man hier nämlich, dann hat das hier einen Abstreifer und hier einen Abstreifer. Aha. Und dann ist da nur noch wenig Produkt dran, das heißt, man hat einen natürlichen Look. Mhm. Nicht wahr? So, und wenn ihr mehr Drama wollt, dann nehmt ihr die. Das ist die gleiche Bürste. Okay, da ist halt nicht viel dran. Das ist dieselbe Bürste, nur einmal abgestreift. So, ich zeig das nochmal. Seht ihr? Tata, das ist die gleiche Bürste. Nur, da ist einmal mehr Produkt, einmal weniger Produkt dran. Ach so. Cool, wa? Ich kenne sie nicht. Ich auch nicht. Okay. Ist neu. Fand ich hier? Aber toll und werde ich mir auch auf jeden Fall zulegen. Krass. Ich könnte mich jetzt hier auch abschminken und schminken lassen, nein. Nee, lieber nicht, ne? Ich sag nur L'Oreal. Ja. Schwangere Mami. So, das ist von vorn. Baby Bauch von der Seite. Wie lange bist du das? Fotograf. Finde ich ja so toll. Wunderschöne Ohrringe, Federohrringe, finde ich ganz, ganz toll. Würden auch jetzt hervorragend irgendwie zu meinem Outfit passen. Was probierst du da aus? Den Eyeliner. Den grünen. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ach so, gefällt er mir eigentlich ganz gut. Ich mag das ja immer ganz gerne so als Base irgendwo unter Lidschatten, ne? Ja, das stimmt. Halt ein guter zumindest. Ein wunderschöner Nagellack. Sehr, gefällt mir sehr. Was gibt es denn hier noch? Es gibt diverse gebackene Lidschatten, die ich euch jetzt mal switchen werde. Aufnahme drücken. So, ich habe jetzt für euch alles geswatcht, was es jetzt zu swatchen gibt. Also, wir haben hier, ich hoffe, man kann es erkennen, hier in der Mitte, das sind die 3 Lidschatten. Das ist einmal so ein Silberton, dann ein, ja, so ein Roségold und dann so ein Grüngold, würde ich jetzt mal sagen. Das sind diese hier, das sind gebackene Lidschatten. Und die werden wahrscheinlich immer die Feucht aufträgt, noch intensiver, aber ich finde ohne Base und das ist jetzt echt nur echt einmal so gedirtscht, sind die wirklich, kann man nicht meckern, die sehen sehr hübsch aus. Was haben wir hier noch? Achso, dann habe ich euch die Gel-Eyeliner geswatcht. Das ist einmal dieses Braungold und ja, so ein sehr dunkles Grüngold. Das sind diese 2 Herrschaften. Und die Nagellacke, das sind 4 Stück an der Zahl. Dann haben wir einmal dieses, oh hier, ich muss mal gerade
interessanten Winkel finden. Genau, einmal so ein Grau eigentlich, so ein Grau, das war schwer zu erkennen, ich gebe es zu, aber ich habe jetzt auch nur eine Schicht drauf gemacht, ja. Dann so ein Taubton mit ein bisschen Schimmern. Die haben alle Schimmer leider. Ich mag das ja immer lieber, wenn es ohne Schimmer ist, aber was auch immer. Mein Favorit ist diese Farbe hier, die finde ich ganz toll. Das ist ein ganz schönes, natürliches, milchiges rosa Peach mit, oh, wie ich Peach hasse, so Pfirsich. Lachs. Der nennt sich You are my Dragonfly Sugar Baby. Welchen Namen? Lasst euch nicht irritieren, hier ist eine der bekanntesten Bloggerinnen mal überhaupt auf der Welt. Ja. Ne? Meine Nachbarin wird. Und sie swatcht auch gerade für ihren Blog. Also den Log-Blog, Vlog, Foto. Werde ich euch alles natürlich wieder verlinken. Schmuck, ja, Schmuck. Erna. Habe ich euch heute schon Erna gezeigt? Hallo, das ich ist bin auch da. Erna 2 Stunden später. Von der Seite, von unten. Wo waren wir stehen geblieben? Bei dem Kaki-Lack. Ne? Der ist wirklich schön. Den finde ich auch schön. Aber so Kaki, ich weiß nicht, grüne Fingernägel finde ich immer irgendwie ein bisschen schimmelig. Ja, stimmt. Preise, wenn es juckt, findet ihr hier. Ach so, hier der Flop. Leider wieder Flop, muss ich ehrlich sagen. Ist der Blush Stick. Ich hoffe, ihr seht das. Der ist wieder extrem mega fettig, wie so ein Lip Balsam. Als Blush überhaupt nicht zu empfehlen. Das heißt, wenn ihr euch den drauf macht, habt ihr wieder das ganze Make-up versaubeutelt, sag ich mal. Ne? Das holt das alles so runter, das ist ein einziges Geschmiere. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann irgendwie eine schöne Pigmentierung dann noch da ist, wenn man den so verschmiert. Also echt eklig und glaube ich irgendwie nicht zu empfehlen. Dann gibt es hier noch diesen Lip Balsam in der Dose, der hat 3 Farben. Hat die meine liebe Nachbarin hier wieder so gemacht. Macht nichts. Aber ich habe ihn euch geswatcht und wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist also vollkommen Wurst, welche Farbe. Genau, danke schön. Welche von den 3 Farben ihr nehmt, weil die sehen alle gleich aus. Aber es ist ja auch ein Lippenbalsam und kein Lippenstift, von daher zu verschmieren. Ich kann mal für euch dran schnuppern. Riecht nach Kokosnuss. Kokosfett. Ist in Ordnung. Es gibt auch noch Nails, dicker und so gedönt. Wen das interessiert, kann sich das ja mal angucken. Schmuck jetzt auch und den finde ich diesmal wirklich schön. Ich hoffe, den gibt es auch so in der Drogerie dabei und nicht nur in den Stores. Und ich werde mir diese Ohrringe kaufen. Die finde ich nämlich auch ganz besonders schön. So, das geht auch schon direkt weiter mit den neuen Lacken. Und das sind schon wieder echt voll viele. Also das ist alles neu. Und den finde ich wirklich, wirklich schön. Erinnert mich so ein bisschen an den von, Gott, wie heißt der noch? Aiko. Aiko Wayne oder so. So der. Der ist auch neu. Der ist neu. So ein Mint. Silber ist neu. Dieses Grau ist neu. Dieses Dunkle mit auch neu. Und ganz schwarz auch neu. Okay. Ja, die Stripes kennen wir schon. Achso, die Lip Tinted. Tint It Color Changing Lip Gloss. Das kommt jetzt auch, aber ich will mir das echt nicht auf die Hand swatchen, liebe Leute, weil das verfärbt nämlich wie Sau. Ich habe nämlich das aus dieser einen LE und deswegen weiß ich, das kriegt man ganz schnell nur wieder ab. Was haben wir hier? Waterproof Eye Pencil. Wen das interessiert. Ja, oh, hier ist ein fix und matt loser Puder. Oh, das ist aber toll. Der wird bestimmt gut sein. Der ist auch neu. Sowas finde ich toll. Das finde ich echt toll. Ja, ansonsten sehe ich hier erstmal so nichts Neues. Wir hängen ab. Extrem abhängig und warten ermüdigen. Auf
Herr Müding. Überraschung. Wie lange sind wir jetzt hier? Seit 20 Stunden. 5 Stunden. 5, 4,5. Hört sich nicht so viel an. 4,5 Stunden. Wir machen Video. Anna! Wir machen Video. Wir sind nämlich total funny und mein Bauch ist wieder voll im Bild. 4,5 Stunden sind wir jetzt hier bei dem Event. Sind Folge Swatch. Aber es Folge geht nur um mich. Folge Swatch. Ja, wir lästern nämlich alle über sie. Das ist voll irritierend mit dem Screen. Ich gucke die ganze Zeit in mein Gesicht. Dann guckt er nicht schön. Sieht so asiatisch aus. Ich bin irritiert. Ja, das sieht in der Kameraeinstellung. Und in der Viertelstunde, da gibt es eine Überraschung und wir wissen nicht, was. Und wir hoffen auf Geld und Stripper und was zu essen. Aber das wird wahrscheinlich jeder das eine oder das andere sein. Vielleicht kriegt jeder drei Lidschatten oder so. Sagte Becky. Vermutete. Ich habe Hunger. Ich auch. Hunger. Ich will Sushi. Ich will Döner. Und du, Becky? Sparrows. Ja, ich will auch für Sushi. Will man Sushi? In dem pinken Bett schlafen, in diesem Barbie-Bett. Ich möchte vegetarisches Sushi. Und ich möchte die geile pinke Dusche missbrauchen. Alle. Alle vier zusammen. Erna von der Lehrerwelt. Was? Wo ist mein Standby? Erna im Standby-Modus. Man sieht nur meine Stirn. Ja, Stirn, Stirn. In your face. Ja. Ja. Es macht Spaß, das Video zu gucken, ne? Total unterhaltsam. Ja. Tschüss. So, guten Morgen, meine Lieben. Wir haben jetzt kurz vor 10, ich werde in 5 Minuten runtergehen, wollte euch aber noch ein Outfit of the Day Video machen, weil ich das sonst nie tue. Okay, und wir haben hier einen Spiegel und deswegen nutzen wir das mal aus. Also, ihr kennt den Schal, der ist aus meinem Shop. Das T-Shirt hier ist von Primark, das hat glaube ich irgendwie 3, 4, 5 Euro gekostet, ich weiß nicht mehr so genau. Dann drunter habe ich ein weißes Tanktop, das ist von Hollister. Und eine Jeans habe ich an und die ist von Taco. Und meine Schuhe, die sind nur so ein, Moment, so möchte gern hoch, aber total gemütlich. Und die kosten 4,99 Euro. Und zwar im Alten Essen im Allee Center. Moment. In Alten Essen. Allee Center, bei Logo Fashion habe ich die gekauft für 4,99 Euro und auch in schwarz und die sind super sau schweinegemütlich, kann ich euch nur empfehlen. Ja, schmuckmäßig habe ich ein Perlenarmband und einen Totenkopfring, der zu meinem Schal passt und der ist auch ebenfalls von Logo Fashion. Okay, ich gehe jetzt frühstücken.